Der Imam Muqayyim erwähnt in das Buch I'lam al-Waqi'in, sagt er, als er das Wort Tawut erklärt hat, was bedeutet Tawut, sagt er, Kul ma tajawaza bihi al-abd haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Alles, was der Diener seine Grenze überschritten hat in Anbetung, in Gehorsamkeit, in Befolgung. Wenn der Diener, weil jeder Diener muss man sozusagen diese Glaube haben, dass jede Geschöpf, was Allah erschaffen hat, hat seine Grenze, die er nicht überschreiten darf. Die Grenze von jedem Geschöpf ist, dass er dient, nicht dass er gedient wird. Wenn man das dreht, dann hat man sozusagen diese Grenze überschritten. Und daher kommt das Wort Tara. Tara, dem Maß überschritten. Dem Maß überschritten. Das nennt man Tarut, das heißt etwas, was den Maß überschritten hat. Wenn man ihn zu Gediente macht, obwohl er eine Diener ist. Geschöpf. Der wird von Allah SWT gelenkt. Der bekommt Versorgung von Allah SWT. Das darf niemals in Stelle von Allah SWT gleichgestellt werden, den Schirk gemacht werden. Auch in der Gehorsamkeit. Die Gehorsamkeit sollte man auch verstehen. Ab wann wird man ein Tagut? Wenn man einen eine absolute Gehorsamkeit gibt wie Allah. Aber hier muss man auch aufpassen, dass man auch nicht im Verständnis von Tagut in falsche Richtung geht. Der Tagut ist dann ein Tagut, wenn man sein Maß überschreitet, dass man ihm die absolute Gehorsamkeit gibt. Aber jetzt kommt ein Problem zu verstehen. Wie kann es denn sein, wenn ich jetzt jemandem gehorche in eine Sünde? Wenn ich jemandem gehorche in eine Sünde, zu welcher Kategorie gehört das? Habe ich ihn dann zu Gediente gemacht? Oder habe ich eine Sünde gemacht? Oder zu welcher Kategorie? Oder muss ich ihm gehorchen? Weil in manchen Fällen sagt man, oder kommt man vielleicht auf die Idee, aber Allah SWT hat uns auch befohlen, bestimmte Leute zu gehorchen. Man sollte seine Eltern gehorchen. Man sollte dem Propheten Muhammad SAW gehorchen. Man sollte seinen Präsidenten oder die Herrscher gehorchen. Welche Kategorie ist das jetzt, wenn ich diese Leute, die Allah mir befohlen hat, zu gehorchen? Welche Kategorie wäre es, wenn ich jetzt den in eine Sünde gehorche? Habe ich ihn zu Tawud gemacht? Habe ich neben Allah SWT jemanden beigesellt? Oder welche Art oder was habe ich jetzt gemacht? Da muss man unterscheiden. Hier muss man unterscheiden. Wenn man eine Person zu absoluter sozusagen Person macht, die man gehorcht, wie man Allah gehorcht, natürlich, dann habe ich den zu Gedienten gemacht. Das heißt, dass egal was er mir sagt, muss ich gehorchen. Egal was er mir sagt, muss ich gehorchen. Selbst wenn ich weiß, dass Allah das verboten hat, hat er die absolute Recht, gehorcht zu werden, dann hat man den Allah gleichgestellt. Das ist eine Kategorie, wo man sagt, das ist der Schirk. Eine andere Kategorie, wo man denjenigen, dem man gehorchen sollte, was Allah SWT uns befohlen hat, dass wir ihm gehorchen, hat uns Allah aber auch eine Grenze gemacht. Hat uns Allah SWT eine Grenze gemacht. Und das sagt der Prophet Muhammad SAW und das sagt Allah SWT im Koran. Als er als Beispiel die Eltern sozusagen befohlen hat, zu gehorchen und zu denen gütig zu sein, sagt er, aber wenn sie dir befehlen, jemanden beizugesellen mit mir, dann sollst du ihnen nicht gehorchen. Solltest du die nicht gehorchen. Das heißt, es gibt auch eine Grenze bei Gehorsamkeit von das, was Allah dir befohlen hat, zu gehorchen. Und dann sagt der Prophet Muhammad SAW, es gibt keine Gehorsamkeit zu einem Geschöpf in Ungehorsamkeit von Allah. In Sünde von Allah. Da gibt es keine Gehorsamkeit für ein Geschöpf in Gehorsamkeit von Sünde von Allah. Deswegen muss man dann unterscheiden. Wenn man jemanden gehorcht in eine Sünde, ohne zu glauben, dass er die absolute Gehorsamkeit hat, aber man folgt seiner Neigung oder man wird schwach oder man will sozusagen, man wird eingeschüchtert, wie das auch manchmal bei Leuten passiert. Sagen die Eltern zum Beispiel manchmal zu dem Sohn,
und mit Zigarettenjungen. Dann wird er so ein bisschen eingeschüchtert und geht Zigaretten kaufen. Der weiß, dass es haram ist. Und er weiß auch, dass die Eltern in so eine Sache nicht gehorcht werden dürfen. Wurde aber schwach. Diese Abteilung dürfen wir nicht jetzt mit der anderen Abteilung gleichstellen, dass man sagt, okay, jetzt hat er seine Eltern zu Gott gemacht. Oder hat er einen Tarot gemacht. Oder hat seine Eltern angebetet. Und er hat sie in Gehorsamkeit von Allah, Ungehorsamkeit von Allah gehorcht. Sondern diese Abteilung gehört zu der Abteilung von Sünde. Das darf er sowieso nicht machen. Aber das ist nicht die Anbetung. Weil er glaubt nicht, dass die Eltern gleichgestellt sind mit Allah in Gehorsamkeit. Sondern er hat gesündigt, er hat den Befehl des Propheten missachtet, wo er gesagt hat, es gibt keine Gehorsamkeit gegenüber einem Geschöpf in Ungehorsamkeit von Allah. Das ist eine Abteilung, was? Zu Sünde gehört. Ab wann wird das zu Schirk? Was eine große Teilung mit Allah ist, wenn man ihm das gleiche Recht gibt wie Allah, dass man ihm absolut gehorcht in das, was Allah verboten hat. Und das gleiche auch kann man sagen bei Befolgen. Befolgen, dass man niemanden die absolute Befolgung gibt, dass man Fatwa nimmt oder sagt halal oder haram, dass man weiß, dass Allah das verboten hat und trotzdem sagt, okay, weil diese Person sagt, das ist halal, dann glaube ich, dass es halal ist. Obwohl er weiß, dass Allah das verboten hat. Das wäre dann auch Allah subhanahu wa ta'ala jemanden gleichstellen. In was? In Verbieten und Erlauben. Und dass man ihn befolgt in dieser Sache, obwohl er gar nicht zu befolgen ist. Aber wenn man ihn befolgt aus Neigung, mit dem Bewusstsein, dass Allah subhanahu wa ta'ala das, was seine Religion ist, ist haram und halal, was er sagt, aber er befolgt ihn aus Neigung. Und er weiß, dass er in dieser Sache eigentlich nicht zu befolgen ist, hat aber seine Neigung befolgt, dann sagt man auch wiederum, wie man bei dem Gehorchen gesagt hat, dann hat er eine Sünde gemacht. Eine Sünde gemacht. Und das ist sozusagen eine gefährliche Sünde, dass man seine Neigung folgt. Und das passiert heutzutage. Und deswegen muss man auch unter uns, sollten wir immer aufpassen, mit Neigung befolgen in Fatwa. Es kann sein, und das passiert auch manchmal, die Leute fragen. Aber wie ist die Frage gestellt nach der Neigung? Das heißt, wenn man seine Verhalten korrigieren möchte, ist, dass man von Anfang an nicht eine Neigung in die Sache hat, sondern immer die Absicht hat, was ist der Urteil von Allah. Weil so kann man sich richtig ergeben zu Allah. Nicht zum Beispiel, ich will ein Haus kaufen. Ja? Ich will das unbedingt kaufen. Jetzt hat er eine Neigung da drin. Ja? Jetzt stellt er die Frage, dementsprechend, dass er das Ergebnis bekommt. Manchmal ist da Zinsen drin. Dann siehst du ihn und sagt er, irgendwie, dieses Haus möchte ich kaufen in Zinsen und so weiter und so fort, dann sucht er nach Gelehrten, die das erlauben. Fragte den ersten Gelehrten, sagte, das geht nicht, das ist verboten. Dann nimmt er seine Antwort nicht. Dann geht er zu anderen Gelehrten, nimmt er nicht seine Antwort. Der nächste. Irgendwann findet er einen Gelehrten, der gesagt hat, ja, mit sozusagen deinen Umständen und so weiter, kannst du machen, ist eine Darura oder irgend sowas. Dann ist er damit zufrieden. Und dann nimmt er das. Aus welchem Grund nimmt er das? Weil es seiner Neigung entspricht. Und das ist ein gefährlicher Weg. Allah verbietet uns, die Neigung zu befolgen. Und hier erklärt hier der Verfasser, was der Schirk ist in diesen drei Abteilungen, in Gehorchen, in Anbetung und auch in Befolgen. Und was der Beweis für diese drei Arten ist, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Sie haben ihre Rabbinen und ihre Mönche
als Götter genommen, neben Allah SWT und der Messias, Sohn von Maryam. Und ihnen wurde nichts befohlen, nichts anderes befohlen, außer dass sie einen einzigen Ilah, also einen einzigen Gedienten anbeten sollten. La ilaha illahu, es gibt keinen Gedienten zu Recht außer ihm. Subhanahu amma yushrikun, also gepriesen ist er von das, was sie ihm beigesellt.